Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich glaube, es geht schon wieder los. Diese Woche geht's rund ums Thema Fahrradfahren zusammen mit dem Journal Frankfurt und der Sonderausgabe Radfahren in Frankfurt und Rhein-Main. Mein Gast heute hier bei mir, der Michael Waas aus der Schwarzwaldstraße in Frankfurt. Grüß dich, Micha. Hallo Marcel. Servus. Schön, ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die tolle Möglichkeit. Na, selbstverständlich. Was ist dein Business im Fahrradbereich? Also mein Name ist von dem Business des Bike Service Frankfurt, leidenschaftlicher Fahrradfahrer und ich habe drei Standbeine. Das erste ist erstmal die Pflege. So wie beim Zahnarzt ist es wichtig, regelmäßig sein Bike zu pflegen und die Fahrradliebe lässt ja ein bisschen nach mit der Zeit und das ist mein Wichtigstes, meine Mission. Das zweite ist auch Beratung, weil viele Leute nicht mehr durchblicken bei den ganzen Fahrraddschungel und was für Möglichkeiten da und was hast alles du recht, gibt. Ja. Und auch Reparatur, aber das ist eigentlich dann, wenn alles schiefgelaufen ist. Reinigung, Beratung, Reparatur. Darüber werden wir diese Stunde auf jeden Fall sprechen. Ich finde es toll, dass du hier bist. Und deine Wunschsongs drehen sich auch alle rund ums Radfahren. Natürlich. So soll es auch sein. Ne? Wir starten mit Queen und dem Bicycle Race. Ich bin Marcel Ehmann. Viel Spaß. Fahrrad statt Auto. Es ist diese Woche. Und bei uns dreht sich immer mittags ums Thema Radfahren. Der Micha vom Bike Service Frankfurt ist hier mein Gast. Grüß dich, Micha. Servus, Gute. Du bist ein Frankfurter, oder? Ich bin ein Hessebub. Ich bin eigentlich ein Heiner aus Darmstadt. Naja. Darmstadt geboren, aber Südhesse sieht man auch, ne? Dunkler Typ. Südhesse. Okay. Und ja, lebe aber seit über 15 Jahren in Frankfurt und das ist, ich finde immer, Heimat ist ja eine bewusste Entscheidung und Frankfurt ist meine Heimat geworden und für mich als Frankfurter. Also bist du ein Frankfurter und für Frankfurter, du bist im Bereich Fahrrad natürlich, wir haben es eben schon angekündigt, unterwegs, ganz stark, kamst aber nicht unbedingt daher. Ne? Was hast du vorher gemacht? Also bei mir ist es irgendwie so rückwärts gelaufen, erstmal Autos und dann Mopeds, Motorräder. Alles. Also Mechaniker, ja, warst du Mechaniker, beruflich, genau, ne? Automechaniker, erstmal italienische Auto, ne? Italien, Alfa Romeo. Da gibt es ja viel zu tun, genau. In Sachen Reparatur. Da gab es viel zu tun, aber auch bildschöne Autos, ne? Ferrari-Motoren, ja, so, ne? Leidenschaftlich. Alte Klischee-Scherz, ne? Nee, super gut. Und dann kam Motorleidenschaft immer stärker, Ducati-Motorräder dann. Oh, geil. Und da gab es auch Rennräder damals, Pinarello und die ersten italienischen Edelfahrräder. Okay. War mir aber damals, ehrlich gesagt, ein bisschen zu langweilig von der Technik. So, wollte halt irgendwie, es muss schnell sein. 300 km und 16 Ventile und V8 und so. Ne? Okay. Aber man wird dann auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Mhm. Und dann bin ich, ich mache ja gerne auch leidenschaftlich Kampfsport. Und über die Verletzung habe ich ein neues Trainingsgerät für Cardio gesucht. Über die Verletzung kamst du dann zum Radfahren? Knieoperation. Und ach du Liebe, okay. Ja, und dann, also ich Motorradunfall gehabt? Nee, einfach durch Kampfsport zu viel. Ach so, Kampfsport hast du gesagt, genau. Man hast du auf die Hämmer bekommen oder wie, was ist passiert? Man ist ja in so einer Phase lang unsterblich, ne? Jung und unsterblich. Oh, das kenne ich, ey, meine Güte. Einfach übertrieben, einfach. Wilder Hund. Okay. Und dann Knie operiert und dann habe ich irgendwas gesucht, was ich noch für Cardio tun kann. Und dann kam das Fahrrad. Und dann wurde es immer mehr und Fahrrad ist ja eine super coole Erfindung, ist einfach die beste Erfindung der Welt. Was umweltfreundlich, sagen, ja. Leise, super cool. Ja, gut für den Verkehr hier in Frankfurt. Frankfurt, ne? Perfekt und es ist einfach auch eine Freiheitsmaschine, das macht total Spaß. Freiheitsmaschine, das finde ich gut. Freiheitsmaschine, Fahrradfahren. Naja, als Kind, das erste Erlebnis ist erstmal mit dem Fahrrad, jetzt kann ich hier die Gas runterfahren, links, rechts. Ja. Das ist das erste richtige. Und auch schön auf die Fresse gefallen. Also ja, wenn ich an meine Fahrradgeschichte zurückdenke als Kind. So über den Lenker drüber und dann mit dem Brustbein aufs, auf die Lenker. Aber das sind die, das waren damals die Fahrräder. Ne? Der Vater hat gesagt, was, ich kaufe nicht da jedes Jahr eins, da wird es jedes, das passt. Mhm. 20, 30 Kilo schwer und dann geht's halt los. So. Und heute gibt es ja richtig coole Fahrräder mittlerweile mit coolen Bremsen. Ja. Und manche sind traumatisiert, ne? Gerade die Landkinder, die mussten dann, Papa, wie weit ist es noch? Und dann ging es halt in 50 nur noch Kilometer. Über den Berg, ja, da hinten. Noch bis hier. Und dann, Hast du ja als Kind auch die so Karten in die Speichen reingesteckt? Mit Bonanza-Fahrrad und Karten geil. Für den Sound. Hast du ein Bonanza-Fahrrad gehabt? Oder warst du ganz vorne mit dabei, oder? Ganz, ganz cool. Also warst du als Kind schon fahrradbegeistert und es kam jetzt über die Verletzung im Kampfsport wieder die Begeisterung und hast du komplett im Fahrrad verschrieben jetzt, oder wie? Genau. Also dann immer mehr trainiert, dann hat man halt die Kumpels, die einen machen dann Ironman, die anderen gehen dann immer weiter in diese sportliche Richtung. Ja. Und ich war ja schon als Bub jemand, der immer alles zerlegt hatte und es gab noch kein YouTube, da konnte man nicht gucken, man hat erst mal selber nachgeschaut, wie funktioniert das Ganze, zum Leid meines Vaters. Und, aber hast du es nicht mehr zusammenbekommen dann oder was? Manchmal waren ein paar Schrauben über, das ist halt so Try and wie Error. Wie beim Ikea-Schrank, genau. Aber das ist beim Fahrrad natürlich ein bisschen gefährlicher. Aber es wurde immer besser, die Erfahrung kam mit der Zeit auch. Und ich habe immer geschraubt, ich bin gerne leidenschaftlich Handwerker und die Freunde kommen natürlich auch und sagen, hier Micha, kannst du mal gucken und die wissen, ich habe gutes Werkzeug. Jawohl. Und helfe auch gern und bin hilfsbereit. Gutes Werkzeug ist A und O, ne? Nie langweilig irgendwie und schraub eigentlich mein Leben lang schon immer.
Und aufgrund der Corona-Krise, war ich im Sport- und Kulturbereich unterwegs. Mhm. Muss man ja nicht erzählen, dass es eine schwierige Phase gerade ist, ne? Für alle Bereiche. Ja. Aber ja, man hilft nichts. Und dann kam halt die Geburt von der mobilen Werkstatt-Idee. Mhm. Und ich finde es super cool, macht Spaß, ich habe super Kunden und ist klasse. Wie gesagt, erstes erstmal die Fahrräder richtig zu pflegen, das wird vernachlässigt. Jawohl. Wie beim Zahnarzt, am besten im Frühjahr und Herbst mal checken lassen, dann bleiben die bösen Überraschungen aus. Okay. Und das ist so das Konzept und es macht total Spaß und gute Laune. Schön, dass du hier bist. Michael Faas, der Micha vom Bike Service Frankfurt ist hier diese Stunde mein Gast, hat auch geile Musik mitgebracht, dreht sich alles rund ums Radfahren. Jetzt hör mal Regard, Ride It hier bei Chef on Air. Der Chef on Air, Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Diese Stunde ist der Michael Faas vom Bike Service Frankfurt mein Gast, der Micha. Micha, sagt man eigentlich Faas oder Vaas? Man sagt eigentlich Bosch, das ist ein ungarischer Name. Ja, das jeder fragt, das ist so ein Dauerthema. Wie ist das jetzt? Faas, Vaas, wie ist denn das jetzt irgendwie? Dann, Wosch. Wosch eigentlich. Übersetzt. So wie Woscht? Oder wie Wosch? Naja, der deutsche Vaas war der Schwerhörige. Was? Der Herr Vaas, der schlecht hört. So. Und Wosch ist in Ungarn, übersetzt eigentlich, bedeutet das Eisen. So, ja? Mein Vater wollte es mal eindeutschen, der kommt aus Ungarn. Ah ja, okay. Aber hat es dann so gelassen und heute immer, wie heißt jetzt Faas oder Vaas? Eine Zeit lang habe ich mit Vaas, wie die Vase ohne E. Aber wie das machst, ist verkehrt so. Und er sagt, ach komm, ich bin der Micha. Genau. Ah, der Micha, sehr gut. Ach so, ja, das kenne ich, ja, den Micha kenne ich, genau. Ist auch das Konzept, einfach die Leute zu duzen und ich bin der Micha. Ah, jawohl. Du bist der Marcel. Aber Wosch passt zu deinem Business ja auch, ne? Der Fahrradwascher. Der Eisen passt auf jeden Fall. Ja. Oder Wobei, Wosch, Washing. Ah, Washing, Waschen. Ja, stimmt. Ja, Reinigung. Auch. Weil der Bike-Service, den du betreibst, wo du Chef bist, gell? Ja. Bist du eigentlich alleine? Ja, das bewusste Konzept. Ein Frankfurter für Frankfurter. Mhm. Und ich bin seit ich 20 bin selbstständig, habe ein Team so mit 15 Leuten und zwei Telefon und schnell im Auto und das Thema habe ich durch. Okay. Ja, quasi 50. Quasi. Und arbeite gerne. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, meine Frau auch. Und wir sind Fleißige, wir arbeiten sehr gerne, es gehört zum Leben dazu. Mhm. Aber kein Wahnsinn mehr. Nicht mehr, wenn einer komplett am Durchstehen ist und sagt, morgen um 8 Uhr muss das fertig, sonst bricht die Welt zusammen, dann sage ich, tut mir leid. Dann lass die Welt ohne mich zusammenbrechen. Genau, richtig. Ich habe eine Familie, ich habe mein Leben und arbeite wirklich sehr, sehr gerne, versuche, was möglich ist und mache aber einen nach dem anderen das Konzept. Ich werde nicht expandieren, ich werde keine Leute einstellen, ich werde keinen... Alles klar, du suchst keine Mitarbeiter, können wir das Thema schon mal ausklammern, ja. Aber Familie hast du, was hast du da? Hast ich habe eine wunderbare Tochter und eine wunderbare Ehefrau und genieße es sehr. Wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt letztes Wochenende 3 Jahre alt geworden. Ach, schön. Super cool. Hast auch relativ spät angefangen, ne? Wenn du sagst, du bist fast 50? Ja, keine Zeit. Ja, mein Sohn, der wird jetzt 7 und meine Tochter ist 7 Monate alt. Super cool. Ja, ja, genau. Großartig. Und was macht die Frau auch im Fahrradbusiness unterwegs? Nee, die ist im Fachverlag. Fachverlag. Sehr kompetent und super cool. Halt sehr, sehr viel von ihr und macht das super cool. Mhm. Aber fährt auch sehr, sehr gerne Fahrrad, ist super sportlich, ein ganz toller Mensch. Bike Service Frankfurt in der Schwarzwaldstraße, ne? Hast du da auch einen Laden oder bist du ausschließlich mobil unterwegs? Nee, ich habe keinen Laden, weil ich habe auch viele Freunde, kannst du dir vorstellen, dadurch, dass ich seit über 20 Jahren selbstständig bin, ich kenne viele Selbstständige und die Leute rennen dir die Bude ein, du hast nonstop und es ist schwer, also die einen Fahrradshop haben oder einen Motorradshop haben, die müssen diese Gretchen bekommen, Neuverkauf, Garantiefälle, der eine will nur Ersatzteile, der andere will Klamotten und sonst sowas und wenn du heute in den Laden reingehst, du drehst ja durch, keiner hat Zeit, wie im Baumarkt, hallo, Entschuldigung. Ja. Also das Konzept funktioniert für mich nicht. Halt wie Sau und wenn ich gut schrauben soll, dann brauche ich meine Ruhe. Mhm. Ich bin auch telefonisch dann zwischen 12 und 14 Uhr gut erreichbar. Ansonsten schraube ich und das muss ich konzentriert machen. Ja. Und ich kontaktiere die Leute, ich komme vor Ort vorbei, mache das dann auch. Genau, lass mal über das Konzept sprechen vom Bike Service. Wann komme ich auf dich zu? Wenn mein Fahrrad dreckig und kaputt ist oder was? Am besten schon mal zur Vorsorge. Also wie gesagt, wie beim Zahnarzt. Vorher, ja, genau. Vorher, bevor irgendwie das kaputt ist. Einfach im Frühjahr, am besten, wenn es losgeht. Die Saison früher als jetzt April ist eigentlich jetzt schon zu spät. Am besten, wenn es noch ein bisschen ruhiger ist. Mhm. Oder gegen Ende der Saison, wenn man nur ein Sommerfahrer ist. Oder wenn man über den Winter fährt, auch nochmal ein Check wegen Licht und sonstigen dunkle Zeit kommt. Mhm. Und schlau ist es einfach, das 1-2 Mal im Jahr vor allem sauber zu machen. Es sind ja viele kleine Zahnräder, viele mechanische Teile. Und in Deutschland haben wir Frost und Hitze und warm und kalt. Also muss man da ein bisschen Pflege betreiben, bevor es überhaupt irgendwie Probleme gibt. Und wenn man das schon macht, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Sagt der Michael Wosch.
Fast, fast. Der Chef vom Bike Service Frankfurt aus der Schwarzwaldstraße. Natürlich gibt's ihn erreichbar im Internet unter www.bikeservice-frankfurt.de. Der Micha diese Stunde mein Gast hier bei Chef on Air. Eine halbe Stunde haben wir noch. Bleiben Sie dran. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Diese Woche geht's mit dem Journal Frankfurt, mit der Sonderausgabe Radfahren in Frankfurt und Rhein-Main rund ums Bicycle. Alle Gäste kommen aus dieser Sport, hat jetzt was genannt, so wie der Michael Wosch vom Bike Service Frankfurt. Bist du ein sportlicher Radfahrer? Früher sehr sportlich gewesen, hast du ja gesagt, auch Kampfsport und so weiter. Oder mittlerweile eher gemütlich? Nee, ich bin Rennpferd, ich kann gar nicht gemütlich fahren. Nee, ich habe immer, Tacho wird immer montags genullt. Überhitzt immer der Tacho wahrscheinlich. Nee, erstmal auf null und 100 Kilometer muss in der Woche, wenn nicht ein bisschen mehr. Und am Wochenende mit den Kumpels machen wir auch mal so 250 Kilometer Touren möglichst. Ernsthaft jetzt? Ja, waren jetzt gerade im Spessart, super cool, waren 170 Kilometer und 3000 Höhenmeter, glaube ich. Ach du lieber Himmel. Wenn dann richtig, aber möglichst autofrei und querfeldein, so ein bisschen Abenteuer, Mikroabenteuer, sagt man ja heutzutage. Okay. Immer Fahrradfahren, wenn, dann schnell. Okay, und die Kumpels freuen sich, dass du dabei bist, weil du kannst alles reparieren, wenn was kaputt geht, ne? Ich habe so langsam den Eindruck, dass die mich nur mitnehmen, weil ich immer schrauben kann. Ja gut, das bringt eben deinen Job mit sich. Der Micha betreibt den Bike-Service in Frankfurt in der Schwarzwaldstraße zu finden, auch im Internet unter www.bikeservicefrankfurt.de. Sprechen wir gleich natürlich nochmal drüber. Jetzt wollen wir unbedingt diesen einen Song hören, den du mitgebracht hast von Max Rabe. Wie kommst du denn dazu? Also das ist ein Lieblingssong von meiner kleinen Tochter. Die haben wir im Trainingslager ziemlich oft gehört und ich hatte so ein paar Touren ausgearbeitet und die Teilnehmer haben mich ziemlich verflucht, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, ich mag es gern knackig und so. Ja, die Muskeln brennen und so. Ja, und dann haben die dieses Lied immer gesungen, weil sie so gelitten hatten, um sich gegenseitig wieder aufzubauen. Okay. Und dann wurde es halt der Sommerhit 2020. Hier ist Max Rabe, hier ist Chef von R bei Radio Frankfurt. Diese Woche dreht sich alles rund ums Thema Radfahren, gemeinsam mit dem Journal Frankfurt und der Sonderausgabe der ganz aktuellen Radfahren in Frankfurt und Rhein-Main. Der Micha vom Bike Service Frankfurt ist hier bei mir und du bist auch im Journal vertreten natürlich, ne? Ja, ich bin auch drin und will auch nochmal eine Lanze dafür brechen, weil viele sind ja auch so ein bisschen online müde und Homeoffice und 50.000 Mal irgendwie alles anschauen, angucken. Da hast du eine Zeitschrift, da sind die wichtigsten Sachen drin. Ist ein cooles Format und wie gesagt, auch mal wieder analog was herausfinden. Ja, sind auch 60 Tourenvorschläge drin, unter anderem auch von Kolleginnen und Kollegen hier von Radio Frankfurt. Ne? Nur mal kurz zur Werbung. 188 Seiten, also lohnt sich auf jeden Fall, das Ding zu kaufen. Micha, du bist bei Bike Service Frankfurt, du machst Reinigung, Reparatur und Beratung, aber sowas wie der ADAC bis jetzt nicht, ne? Wo man denkt, oh, der kommt schon her. Nee, das verwechseln manche. Also ich kann nicht auf den Sprung kommen, ist relativ viel los auch und muss einfach dadurch, dass ich mobil bin, auch vorher mal in Ruhe sprechen. Wie sind die Bedingungen vor Ort? Was ist kaputt? Was ist los? Mhm. Größere Reparaturen kann ich nicht machen. Da sind wirklich dann die Fachbetriebe dafür zuständig. Es ist, sind ein paar Sachen in Ruhe auch abzuklären. Mhm. Und wenn jemand das ganz, ganz dringend sofort haben muss, dann funktioniert das Ganze nicht. Und wie sieht es mit Kosten aus? Du bist mobil, ne? Du hast keinen Laden, sondern du kommst vorbei. Was kostet das dann, wenn du vorbeikommst? Mein Konzept ist, Anfahrtsgebiet ist Frankfurt Stadtmitte. Das kostet 30 Euro pauschal. Mhm. Und meine Arbeitszeit kostet 1 Euro die Minute. Oh, das ist ja gut. Minutenabrechnung. Genau. Sehr fair. Ja, also jetzt so eine Fahrradreinigung, die ich ja immer empfehle, wenn man sowas machen sollte, die kostet 60 Euro, ist eine Stunde Arbeit, dann ist es halt wieder picobello sauber, duftet gut, alles. Es duftet sogar gut. Das gehört dazu, guter Duft. Ich habe coole Produkte, die duften. Hast du auch so Duftbäumchen, die mir an den Lenker hängen kann? Nee, meine Produkte duften alleine. So. Ich benutze einfach coole Produkte und habe gutes Werkzeug und so. Das macht einfach nur Spaß, wenn du gescheites Werkzeug hast. Und das ist mein Preis und ich denke, das ist ein fairer und cooler Preis. War auch mal ein Fahrrad mit dabei, wo du gesagt hast, Leute, das ist ja so dreckig und kaputt, das mache ich nicht. Hat ich auch. Ja, also abgewiesen habe ich es nicht, aber dann habe ich nochmal einen Aufschlag genommen. Das ist halt dann. Was war da? Hat der Achter gehabt? Nee, es war zu viel Fahrradliebe. Das Ding war zu geölt ohne Ende. Ich weiß nicht, wie viel Liter da irgendwie. Ach, ja. Halt, ja, es war einfach zu gut gemeint. Manche nehmen halt die Spraydose und halten auf alles drauf und denken, hilft. Ja, viel hilft viel und so. Und das war einfach, bis das alles mal runter war, sozusagen auch. Aber ich habe super Kunden und liebe meine Fans. Also es gibt. War auch mal was Verrücktes dabei, wo du sagst, Wahnsinn, wie viele Räder hatten der zum Beispiel oder so? Ja, ich habe einen ganz tollen Kunden, der ist ein richtiger Fahrradfan, der hat über 100.000 Euro in seiner. 100.000 Euro? Ja, der hat das kein Fahrrad und fünfstellig. Du ist ein passionierter, super Fahrradtyp. Auch, ja. Das ist klasse. Geil. Ist auch Race Across America schon gefahren und so. Der steht Race Across America? Ja, ja, ja. Kenn ich nur als Autorennen.
Das ist über 5000 Kilometer von einer Küste zur anderen. Das ist eine harte Nummer. Bist du auch schon gefahren? Nee. Bist du auch so ein verrückter Radler? Das ist nicht meine. Was war das Verrückteste, was du gemacht hast bisher an Sachen Radfahren? Es geht noch, aber das ist knapp 300 Kilometer in 2 Tagen. Sowas. Das soll ja auch Spaß machen. Ich bin jetzt wie gesagt, auch keine 20 mehr. So, das muss ich genießen. Jetzt auch Papa, ne? Dreijährige Papa, Tochter. Will auch gesund wiederkommen und man muss die Natur auch genießen. Also wenn du nur durchrast, ich nehme ja auch mal gern Kocher mit, mache mir einen Espresso und hocke mich da hin und genieße einfach die Szenerie. Ja, wie schön. Ja, und die Kleine fährt auch schon Rad mit Fadi? Fleißig Laufrad. Das Fahrrad steht schon startklar im Keller, aber wir warten noch, bis der Hunger groß genug ist, Fahrradfahren zu lernen, weil ich finde, Kinder dürfen das dann auch nicht zu früh. Es muss einfach auch das Bedürfnis da sein. Und es wird ganz sicher kommen. Meine Frau fährt viel, ich fahre viel und ist aber schon in den Startlöchern. Michael, was, Fas, Wosch, spricht man das richtig? Ne? Ja. Papa Ungar und die Mutter kommt woher? Die Mutter kommt aus Chile. Ich bin ein Cocktail, super gemischt. Ungarisch-Chilenisch ohne Internet. Das war noch eine Zeit, da war einfach der Zufall der die Vermittlung sozusagen. Okay, schön. Und sind vor vielen Jahren einfach als Flüchtlinge hier nach Deutschland gekommen und ich bin hier geboren in Darmstadt. Ja, und bist du bei Frankfurter jetzt schon seit vielen Jahren, ne? Auf jeden Fall, das ist meine Heimat. Was fährst du eigentlich für ein Fahrrad? Ich fahre ein Gravelbike. Was ist das denn? Das ist die Symbiose aus Mountainbike und Rennrad. Das ist jetzt der Trend 2020. Mhm. Sind alle ausverkauft. Ist einfach für mich, habe ich meinen Frieden damit gefunden. Super cool. Kannst im Gelände fahren, kannst auf der Straße fahren. Gerade hier in der Region bist ja manchmal mit dem Mountainbike etwas überdimensioniert, wenn du zum Goethe-Turm mit deinem SUV-Fahrrad kommst. mit so fetten, diesen, wie heißt Fatbikes die? Fatbikes. Fatbike, genau. Ich meine, soll ja jeder fahren, was er möchte. Was kommt hier? Kommt hier ein Hummelschwarm oder was? Dreht sich um, kommt so ein Fatbike angebrummt. Hauptsache, es macht Spaß. Es soll auch jeder fahren. Jedes Fahrrad hat seine Berechtigung. Aber ich für mich stehe halt auf das Gravelbike, möglichst wenig Autos und so dahin zu fahren, wo es mir Spaß macht. Fertig. Micha, schön, dass du mein Gast warst diese Stunde. Ich bedanke mich, Marcel. War super cool. Danke für das Erlebnis, für die Erfahrung. Jawohl. Mitschnitt kriegst du geschickt und wir stellen den natürlich im Laufe des Tages bei uns auf unserem YouTube-Kanal von Radio Frankfurt online. Der Micha war hier vom Bike Service Frankfurt im Internet zu finden unter www.bikeservice-frankfurt.de.